Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Total War Attila. Die Schlacht um Avaricum ist geschlagen. Sven ist wieder da, grüß dich. Hallo. So, ein Pyrrhus-Sieg. Wir haben die Errungenschaft heldenhafte Verteidiger frei gespielt. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Gut für die Komplettierungswarte. So, damit sind die soeben erst einmal zurückgeschlagen. Und ich habe... Oh, ich habe Rebellionen. Oh, im ganzen Reich tun sich Rebellionen auf. Oh, scheiße. Okay, das klingt jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Nee, ist es definitiv nicht. Die Nomaden haben nichts gemacht. Doch. Oh, nee. Oh, der hat den Angriff auf die andere Stadt abgeblasen und vereint lieber seine Truppen. Aber das werden wir auf jeden Fall versuchen. Okay, hast du gespeichert? Ah, nee. Jetzt gleich. Gut. Ja, das ist halt blöd. Ja, aber wenigstens greift ja die andere Stadt nicht mehr an. Jetzt verliere ich nur eine. Das ist ertragbar, wenn ich mir so dein Reich anschaue. Da komme ich mir jetzt irgendwie nicht so zerstört. So ausgebrannt vor. Ja, genau. Ja, du, es mussten Entscheidungen getroffen werden und für mein Reich war es besser, die Randprovinzen aufzugeben. Meine Bevölkerung ist aber anderer Meinung. Das ist nur vorübergehend. Das ist ein Bug, so. Nein, das ist ein Feature, kein Bug. Genau. Die Bronzekrieger. Ich hoffe, sie haben keine bronzenen Rüstungen. Aber nee, ganz ehrlich, Wüstenfraktionen haben Scheiß, haben nur so Stoffrüstungen. Ist ja egal, der wird dich trotzdem aufgrund seiner schieren Masse einfach überrollen. Also das hätten wir jetzt echt nicht in der Echtzeitschlacht machen müssen. Nein, das werden wir gewinnen. Ich weiß das. Weil er viel Kavallerie hat und ich habe Speerträger. Mit 4 Garnisonstruppen? Ernsthaft jetzt? Ja. Ich weiß ja nicht. Nichts wird so gelassen, wie es ist. Ja, nee, hast schon recht. Um jeden Preis... Reich schützen. Das mit dieser Hauptstraße, die durch die Siedlung geht, irgendwie genial. Wo ich das gerade so auf der Map noch sehe. Ja, sieht auch cool aus auf der Schlachtkarte. Da werden wir uns nicht verteidigen. Sondern auf der Piazza werden wir uns verteidigen. Die ist sehr gut zu verteidigen. Ja, ne? Total. Oh Gott. Er kommt aus zwei Richtungen. Er kommt aus zwei Richtungen, aber in eine kannst du direkt mal eine Barrikade setzen, sehe ich gerade. Ja. Nice. Ja. Da würde ich mal sagen, das. Und sobald, ja gut, ob ich dir nur Einheiten überschreiben muss, das werde ich noch sehen. Ich würde die Kohorten auf die Dinge stellen, die können Speere werfen. Stimmt. Ich habe gerade nur an die Defense-Werte gedacht und die sind bei denen ganz höher. So, nee, dann würde ich sagen, die beiden. Wo kommt denn die meiste Kavallerie? Ja, da hat er 2 und da hat er. Hat er 3. Also da hat er seinen General halt mit dabei, ne? Den Silko. Deshalb ist das wichtiger, würde ich sagen. Na, wenn der Silko verreckt, das wäre natürlich nicht schlecht. Oder nee, warte mal, der kommt. Der hat sich ausgesilkt. Nee, dann muss ich die ja. Ja, genau. So hinstellen, ne? Da kommt er da gar nicht durch. Doch kommt er. Ja gut, dann ist das so gut, wie ich jetzt stehe. Ja, mit der Kavallerie muss ich schauen. Bereit? Jo. Naja gut, ich meine, ich habe ja nichts. Trotzdem vielleicht, keine Ahnung. Ich frage aus Höflichkeit. Sie sind stark in der Unterzahl. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ah ja, da kommt auch noch ein bisschen was nach, ne? Das sind übrigens auch Schiffe, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Stimmt. Da, oder? Oder, ne, da. Da ist, glaube ich, besser. So. Dass du mich auf die Schiffe aufmerksam machst. Was sind da so drauf? Plänkler. Daten und Plänkler. Ja, auf jeden Fall Chance. Wichtig. Der Feind ist uns zahlenmäßig überlegen. Alter Scheiße, was da am Horizont alles auftaucht, ist nicht lustig, du. Der Feind nähert sich. Ich weiß. Es läuft übrigens gerade sehr leck, weil das macht mich glücklich. Was mich glücklich macht, ist, dass er gerade so dumm ist und irgendwie sein... Hä, wo ist sein General? Den sehe ich gerade gar nicht. Nee, den sehe ich aber jetzt gerade auch nicht.
Aber auf jeden Fall schickt er seine Kavallerie gleich voll in deine Speerträger rein. Was ist denn das? Plünderer der Wüste. Ach so, gut. Ich wollte gerade sagen, das sind eigentlich Fernkämpfer wegen der blauen Leiste, aber... Ne, die können nur Speere werfen, aber es steht dort sehr leichte Nahkampfkavallerie. Ja. Tisch sind so blöd. Bevor sie jetzt hier werfen. Oh! Alter! Und sie gleich chargen. So, die Schiffe, Unser General wird angegriffen! Ja, gut, da. Ja, unser General greift an. Oh, hier brennt schon eine halbe Siedlung, ach du Scheiße. Ach, Quark. Oh! Fuck! Oh! Das ist der Plan! Ach so, ja, natürlich. Wie konnte ich diesen grandiosen Plan übersehen? Entschuldige. Ich hoffe, naja, das Feuer ist eigentlich nicht so aggressiv. Also, es ist jetzt nicht so, dass dann so ein ganzes Stadtviertel komplett abbrennt. Da braucht es ein bisschen mehr. Das tut's übrigens gerade. Na, fuck. Ein Turm ist gefallen! Wow! Das macht er hier gerade. Alter, wie der dich swarmt, ey. Aber ich... Nein. Ich hasse diese Kamelreiter, habe ich das schon mal gesagt? Ja. Also, nee, jetzt im Let's Play noch nicht, aber... Du hast es vorher schon ein paar Mal erwähnt. Alter! Alter! Wie viele! Wir sollen mal chillen! Wir sind doch Freunde! Das sehen die, glaube ich, unsere Siedlung Feuer brennt. Breitet sich in der Siedlung aus. Das ist mir aber früher aufgefallen. Also die halbe Stadt schon niedergebrannt, mein König, unsere Siedlung brennt. Feindliche Truppen haben nein, you don't say. Oh, you say so, bitch. Oh Gott, aber der Kavallerie wirst du ganz gut her. Also die, da kommt er schon mit dem nächsten Bataillon, mit seinen Söldnern der Kamelreiter. Kamelkrieger machen Pferden Angst. Das weiß ich noch. Und deshalb ziehe ich die Kavallerie da raus, sonst, oh nein, ja, Pferde fliehen davor. Ja, ja. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Hä? Nö. Achso, hier unten. Ja, gut. Okay. Sie fliehen wie Feiglinge. Die Barrikade wird überholt. Oh, deine Kirche brennt! Scheiße! Oh mein Gott! Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aha. Der Herr steht uns bei. Sakrileg. Ja, Gotteslästerer sind das. Diese scheiß Kamelreiter hier. Kamelreiter gegen Speerkrieger. Der Blitz möge sie beim Scheißen treffen. Ja. Fuck. Dass meine Kundschaft der Equites da keine Chance haben, war mir klar. Kamelkrieger... schlecht. Oder wenn die Siedlung weiter zerstört wird, dann macht es ja auch noch Moralschaden und alles. Nahkampfangriff verschlechtert, Nahkampfabwehr verschlechtert. Na gut, ich meine, wenn ich meine Kirche in Flammen sehen würde, dann... Der wäre da nicht Depri. Alter, Alter, jetzt brennt hier alles. Wäre nice, wenn die Siedlung so verbrennt, aber das wird sie nicht, so dass sie zerstört wird, weil ab 80 oder 90% der Feind zerstört eine unserer Barrikaden. Ja, das ist gerade unser geringstes Problem. Die Kirche brennt, egal, die Barrikaden werden angegriffen. Alter, die brennt aber auch lichterloh, ne? Ja. Meine Laterne geht mit mir. Da müssen ganz schön viele Messdiener drin sein, dass die so gut brennt. Ich gehe mit meiner Laterne. Meine Laterne geht mit mir. Die zögern. Die Männer verlieren die Hoffnung. Scheiße. Mann, dieser bepisste Nobade, ey. Nicht die Fresse halten. Kavallerie ist ja leider durch ein Sandwich draufgegangen. Oh, wir wissen doch alle, wie das endet, wenn Pferdefleisch in der Mitte ist. Oh! Das war jetzt eine gute Anspielung. Diese Lasagne, wie hat mich an? Oh!
nein. Es ist doch zum Galoppieren. Oh, nein. So, jetzt will ich mal sehen, wenn die Barrikade zerstört ist, wie das aussieht. Total behindert. Deine Leute, die sacken da nur so komisch runter und dann fangen sie das Kämpfen an. Ui. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Jetzt. So, als wenn sie fliegen. Ich fliege! Ja, so ein Speer in den Bauch. Das ist ja vor allem so geil, wenn sie sich in den Speer aus Versehen dann selber reinrammen. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Tja, das war's. Und der Moshpit. Die Kirche ist schon fast vollständig abgebrannt. Es brennt schon das Nachbarviertel, Alter. Alles brennt. Alter. Ich gehe mit meiner Laterne. Ach du Scheiße, ey. Sie können sich selber alles reparieren. Ich werde die Siedlung dann einnehmen und ihre Heimatprovinz brenne ich dann richtig nieder. So, da kommt der Silko. Unsere Männer fliegen. Scheine Niederlage. Die Erinnerung an diesen Tag wird von Schande und Unehre getrübt. Ihr habt einen tragischen Verlust erlitten. Der Feind will seine Niederlage nicht zugeben. Decimus Verus hat's vergeigt. Er konnte die Nomaden nicht zurückhalten. Berenike ist gefallen. Alter, der hat so einen Streitkolben. Ja, die Bewaffnung der Kampagnenkarteneinheiten ist ziemlich cool. So, was macht er mit der Siedlung? Er nimmt sie ein. Ja, er nimmt sie natürlich ein. Das war irgendwie zu erwarten. Was will er damit? Ja. Ach nö, jetzt muss ich wieder die Kampagnenkarte ausrichten, leck mich doch. Hungersnot. Ja, stimmt. Ich sollte vielleicht mal ein Dingens bauen. Wenn nichts hilft, ein Dingens bauen. Ja, ein Dingens hilft auf jeden Fall immer. Aber weißt du, was der Vorteil ist durch die ganzen Aufstände, die ich jetzt habe? Die öffentliche Ordnung wird besser. Wow, das sind ja Vorteile hier. Ich werd verrückt, du. Also, wow. Eine Begeisterung. Ah nein, ich habe weströmische Separatisten hier. Och nee. Jetzt geht das wieder los. Senatsloyalist. Oh. Ja, die gehen ab. A little bit. Sie gehen a little bit ab. So, naja, jetzt habe ich eine Siedlung verloren. Neustart. Was soll ich denn da erst sagen? Verschleiß. Das ist behindert. Weil hier dürfte ich doch. Hier krieg ich auch Verschleiß. Wie dumm. Was ist mit dieser Nahrungsmittel knapp? Piss halt. Gelder veruntreuen. Mein Kaiser wird zum Gelder veruntreuer 2015. Der wird so lange probieren, bis ich die Errungenschaft auch bekommen habe. Oh nein! What? Die Erben des Imperiums, weströmische Separatisten, belagern Augusta Vindelicorum. Sind die blöd, ey. Zu viert gegen eine halbe Fullstack-Armee. Ja, ja. Okay, jetzt geht's bei mir gerade richtig bergab, ey. Jetzt brechen die ganzen Barbaren bei mir rein und die haben jetzt alle den Krieg erklärt. Die lyrische Rebellen könnte ich wegmachen, aber leider schaffen sie es nicht mehr. Schade. Wäre cool gewesen. Ich muss dringend die Sueben loswerden. Mhm. Ja, eine gute Idee. Und die gallischen Rebellen am besten auch. Aber momentan sind es noch nicht so viele Einheiten. Da geht's noch einigermaßen. So, kann ich mit irgendwen vielleicht Frieden machen? Nur so eine kleine. Nee, natürlich nicht. Hier kann ich mit jemandem vielleicht. Also bitte! Was hat er denn hier drin? Fullstack, ich krieg die Krise. Das wäre die erste Angriffsschlacht, aber ich glaube. Da wäre einer der Feinde weg, ne? Schau mal nach hier, in den Osten. Oh. Ja.
Soll das eine Echtzeitschlacht mal werden, in den Angriff? Die Streiter des Xerxes. Ja. Ich weiß nicht, wie ist denn das Kräfteverhältnis? Das Kräfteverhältnis sagt, es ist leicht zu deren Gunsten. Ich würde so sagen, ein Drittel des Streifens gehört mir. Ein Drittel ist schon eigentlich wenig. Mhm. Ich würde mich zurückziehen, Alter. Ich würde das nicht machen. Zieh dich nach Trapezus zurück und bild noch ein bisschen Einheiten aus. Ich kann da nichts ausbinden. Ganz ehrlich, die müssen weg, weil ich brauche da oben, ich muss die Armee wieder zurückschicken, bevor der Sassanide auf dumme Gedanken kommt. Ja, aber das Problem ist ja, dass hier die anderen, du weißt ja nicht, wie die anderen da alle gesonnen sind. Ich würde die Siedlung ja niederbrennen. Damit ich will die auch gar nicht haben. Ach weil so. Wenn es eine Hafensiedlung gewesen, hätte ich es mir vielleicht überlegt, aber es ist keine. Ja, okay. Ja, gut, mach was du möchtest, also. Erstmal das. Erstmal speichern. Ja. Safe. Dann würde ich mal sagen, das wird die erste Angriffsschlacht in diesem Let's Play. Tatsächlich. Ich hoffe mal, ich gewinne sie auch. Uff. Oh, der hat halt persische berittene Bogenschützen. Persische Brigade, die sind auch noch extrem stark. Söldner Onager. Eieiei, du, da hast du dir was vorgenommen. Und ja. Das auch noch im Angriff. Na gut, unsere Garnison hat er auch noch. Also ich hätte es jetzt nicht gemacht. Das wird jetzt ein richtig blutiger Stuhlgang, ey. Ich weiß, aber. Ist die Frage, wie die Sassaniden halt jetzt weiter verfahren. Die werden dir sicher jetzt irgendwann den Krieg erklären. Gerade wenn die merken, dass ich auch am Schwächeln bin und dir nicht richtig helfen kann. Das stimmt, aber die haben immer noch den Nichtangriffspakt und deshalb will ich diese Armee dort. Diese Stadt zerstören lassen und dann gleich wieder zurückschicken. Und ich muss mich unbedingt im Süden um die Nomaden kümmern, weil die gehen mir jetzt so richtig auf die Nerven. Die haben gerade erst angefangen. So wie bei mir die ganzen, diese ganzen scheiß germanischen Stämme da angefangen haben. Die kommen jetzt alle zu mir und meinen, sie können hier einen großen Reibach machen, aber da haben sie sich mal schön geschnitten. Ja, wenn dann noch eine bestimmte Person kommt, mit A, die mit A oder mit E anfängt in deiner deutschen Sprache. Wie heißt er nochmal in Deutsch? Etzel. Der König Etzel. Der Attila, ja. Na gut, aber der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Stimmt, der kommt ja später. Aber wenn er kommt, dann... Ja. Da habe ich das Reich dann wahrscheinlich so halb als wieder aufgebaut, weißt du? Dann kommt der König Etzel und seine Hunde. Und macht wieder alles platt, weißt du? Ja. Dann halten wir die Hundenrede. Die es wahrscheinlich nicht mal gegeben hat. Dann halten wir sie. Oh Gott, das ist unser erster Angriff. Schlacht so auf eine Stadt, das hatten wir ja noch gar nicht. Und es regnet. Natürlich. Ich hoffe mal, er nutzt seine Stadt nicht so gut aus, wie wir das immer machen. Nee, glaube ich nicht. Allerdings könnte er sich halt schon extrem geil verteidigen. Das ist, glaube ich, die allererste Angriffsschlacht, die ich jemals in Attila spiele. Deswegen weiß ich nicht, wie sich die KI bei Verteidigungen verhält. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich müsste es eigentlich wissen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist so Monate her. Oh. Zuletzt im Winter, glaube ich, so gespielt. Oh, ist da? So, dann gibst du mir die Sagittarii. Ja. Kannst du den Zuschauern zeigen, wie toll die Bogenschützen bei Rom sind. Gar bei Ostrom. Ne, mit ihren coolen Hüten. Und so. So, bereit? Immer. Gut. So, dann würde ich mal ich sagen... Ich sehe ja schon mal viel. Ach. Er kommt schon mal mit seinen persischen berittenen Bogenschützen. Wenn ich das hier einnehme, dann war es das, glaube ich, mit ihm. Was einnimmst? Diese Stadt hier und zerstöre. Ich plündere sie aber erst und zerstöre sie dann, weil das gibt mehr Geld. Soll ich die Gebäude anzünden? Nee. Ich plündere sie und dann... Oh nein. Katapulte. Kann er sie benutzen? Ich hatte noch nie Katapulte. Ja, er kann sie benutzen. Oder er spannt sie nur an. Was machen die Katapulte jetzt? Und? Nee, er schießt. Och nö! Das zwingt uns zum schnellen Vorrücken.
Gut, ich rücke eh schon vor. Ich meine, wir sind im Angriff. Das ist ungewohnt. Ja, nicht er immer der Defensive. Wo wahrscheinlich auch. Als Westrum bleibt ja nicht viel anderes übrig, als in der Defensive erstmal zu bleiben. Ich würde sagen, du erklärst gleich ein paar Leuten den Krieg und machst. Ich bin eh schon mit der halben Welt im Krieg, von daher ist es eh schon egal. Alle wollen mich ficken. Also es ist an sich ja was Geiles, aber... Oh, da brennt schon wieder ein Baum. Ich will diese Dinger... Hallo, wollt ihr vielleicht mal angreifen? Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir diesen blöden Turm da einnehmen. Ja, bin ich gerade bei. Ich schicke da gerade was hin. Verteidige das, was ich da hinschicke und dann ist alles gut. Ja. Der Feind wurde gesichtet. Nee, der hat dabei. Die persischen Bogenkrieger sind halt stärker als unsere, weil... Kann man sich vorstellen, wieso... Mich stört gerade eher dieser brennende Baum hier. Ein Weihnachtsbaum. Es hat fast schon wieder Weihnachten, ne? Advent, Advent, der Christbaum brennt. Es ist tatsächlich nicht mehr lang hin. Ist halt echt so, ne? Also. Wir haben jetzt schon August. Schon krass eigentlich. Oh, aber was womit es auch gerade dahin geht, ist der Part. Wir müssen leider unterbrechen an der Stelle und schauen uns die Rest der Schlacht beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt. Let's Play Together Total War Attila.